Tja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Der Eugenius und ich haben es mal wieder geschafft. Ein wirklich spontaner Ausflug zum Angelpark Steinfeld. Hier haben wir uns den Teich 2 ausgesucht und unser Ziel heute bei wirklich, wirklich extremen Bedingungen. Wir haben wahnsinnige Sturmböen. Nichtsdestotrotz wollen wir unser Glück am Teich 2 auf große Lachsforellen probieren. Ich hoffe, es geht was. Euch nehme ich wie immer mit. Wir legen los. Auf geht's. Du hast einen Biss. Du hast einen Biss. Schneller, schneller. Der hängt. Der geht links rüber. Hängt schon. Hängt. Jawohl. Das werden wir gleich das Video halten, ne? Du weißt, was da drauf ist, ne? Nein! Ja, ich hab's gesehen, Stingwurm, ne? Ich hab noch zum Eugen gesagt, nimm mal lieber den Royalium-Jum oder so. Und der Eugen hat jetzt einfach hier einen Stingwurm auftreibend gehabt, 60 cm vom Grund. Ist ja leider ausgestiegen, aber Kontakt war da. Schade, Eugen. Gar nichts. Upp, da hatte ich einen Biss. Eugen, wiederhol das bitte, was ich gesagt habe. Dieser Farbe kann kein Fisch. Oh, uiuiuiuiui. Nimm mal die Rute bitte raus. Ja, ja, ich schaffe. Danke. Ei, 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 ei. Oh, Leute, Leute, Leute. Erster Wurf, ne? Ja. Farbe 12, Lawin 2 Gramm. Erster Wurf. Und ich habe noch zum Eugen auch Scheiß gesagt, diese Farbe kann kein... Erster Wurf. Tja, meine Lieben, 4 Stunden lang ist so gut wie nichts passiert, außer ein paar Fehlattacken auf die passive Standmontage. Jetzt habe ich einen 2 Gramm Gigas Lawin, Farbe 12, absinken lassen, einen ganz, ganz vorsichtigen Stupser gekriegt, eine Kurbelumdrehung später, der Einschlag vor den Füßen und rausgekommen. Ist hier ein richtig toller Fisch, genau die Fische, weshalb wir da sind. Eine richtig tolle, große Lachsforelle. Ich tippe die auf so knapp 3 Kilo, wahrscheinlich ein bisschen über 3 Kilo. Ja, und den Spoon sieht man nicht mal mehr, der ist voll weginhaliert. Richtig geiles Ding. Hat sich das Durchhalten auf jeden Fall schon mal gelohnt. Wir haben ganz extremen Wind heute. Der drückt genau auf uns zu. Und ja, mit den kleinen, leichten Ködern gar nicht mal so einfach. Aber bezahlt gemacht hat sich das jetzt schon. Schauen wir mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen Fisch rausbekommen. Ich hab's gesagt. Junge, willst du mich jetzt heute verarschen? Leute, Leute, vor den Füßen. Das ist der zweite Fisch vor den Füßen. Eieieiei. Was ein Monster. Eieiei, jetzt geht das los. Bei dir ist er drin, mach Rolle auf. Das ist ein richtig guter Fisch. Jetzt ist er wach. Ja, der ist schon 10 Meter weiter. Ei, ei, ei.
Ei, 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 Leute. Sag's immer wieder, ne? Dann, wenn du nicht damit rechnest, passieren die tollsten Dinge. Das ist ein richtig guter Fisch. Ei, 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 ei. Ich glaube, das bin ich nicht, oder? Ich glaube nicht. Ei, ei, ei. Guck mal, wo der ist. Ja, doch, das ist er. Nix machen. Boah, das wäre wirklich ärgerlich, wenn man den verliert, ne? Das ist so ein 5-Kilo-Fisch. Mittags, der Mittagsfisch. Wer hätte das gedacht, dass das morgen so ist und innerhalb von 15 Minuten so, ne? Oh, ist das verrückt, Leute. Hat er Eugens Montage hier mitgenommen. Ich hoffe, den kriegen wir raus. Das ist wirklich ein großer Fisch. Das ist wirklich ein großer. Ei, 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 ei. Guck dir den an. Ei, ei, ei. Was ein Monster. Ei, ei, ei. Huh. Geschafft. Das ist ein Lechsle. Wieder die Farbe 12. Das kriegst du deine Montage raus? Nein, ne? Doch, kriegst du. Ah, wir machen das gleich. Wir lassen ihn erst verarzten. Leute, was ein Brecher. Wahnsinn. Tja, meine Lieben, gerade erst aus Dänemark zurück. Dort auf der Jagd nach großen Fischen. Und dann fährt man eine Stunde von zu Hause und fängt sowas hier. Oh, wirklich Monsterforellen. Also das ist richtig, richtig schön großer Lachs, den wir hier erwischt haben. Wieder auf dem Gigaslawin, 2 Gramm, knapp über dem Grund geführt, Farbe 12 und der nächste Brecher. Richtig geil, ganze Tag sehr, sehr schwierig, wirklich sehr, sehr zäh. Wir haben so viele verschiedene Köder ausprobiert, Gummis, Wobbler, wirklich alles durchgezogen. Und ich habe es zum Eugen gesagt, hier in Steinfeld habe ich das schon wirklich häufiger erlebt. Wenn man einen Köder findet oder die richtige Tiefe, dann kann das hier in relativ kurzer Zeit, kann sich das Blatt sehr, sehr schnell wenden. Und ja, für mich hat sich das auf jeden Fall schon gewendet. Der zweite gute Fisch, der hier rausgekommen ist. Ein bisschen Zeit haben wir. Vielleicht passiert ja noch was. Wir sind da guter Dinge. Und ja, schauen einfach mal, ob noch was geht. Ihr seid natürlich wie immer mit dabei. Wir geben Gas. So, Leute, Gigaslawin 2 Gramm, Kontrastfarbe. Haben es jetzt Mittag. Auf die Farbe 12 kamen 2 Fische hintereinander. Demnach lasse ich jetzt erstmal den Gigaslawin drauf. Allerdings jetzt auch in der Kontrastfarbe, Glow Chartreuse. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein Brecher kommt. Also wie gesagt, ganzen Tag gearbeitet, wirklich so viel probiert und dann einmal was gefunden, ersten Fisch drauf gefangen und keine 5 Minuten später den zweiten Fisch, eine richtig dicke Lachsforelle. Und das ist genau das, was ich sage, beim Angeln kann sich das so schnell alles ändern. Wir haben hier heute wirklich extremste Bedingungen. Sonne scheint zwar, angenehm ist es, aber der Wind drückt sowas von direkt ins Gesicht. Köderkontrolle auch nicht so pralle. Aber 2 haben wir auf jeden Fall im Sack, 2 richtig gute Fische.
halt frustriert. Ja. Nein! Nein, er hängt. Er hängt. Er hängt. Den Gaia 4.8. Wie viel schweren Spoon? Naja, alles gut. Nee, 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 nee. Hat er schon mitgenommen, ja. Nee. Ich glaube, wenn dann so, oder? Nee. Ist einmal rum. Der ist einmal rum. Eieieiei. Ja. Ja, ich habe alle mitgenommen. Warte, lass mich hier einmal. Dankeschön. Gaia 4.8. Extreme Schockfarbe, ja. Kannst du die Routen rausholen? Okay. Der geht schon wieder darüber. Er nimmt gleich deine andere Route mit. Ja, Leute, experimentiert. Oh, das ist schon wieder so ein Trümmer-Eugen. Auf voller Distanz jetzt ein 4.8er probiert hier, um irgendwie gegen den Wind anzukämpfen. Oh, Junge, guck dir diesen Fisch an. Es ist schon wieder so eine 4 bis 5 Kilo Kirsche. Das gibt's nicht. Das darf nicht wahr sein, ehrlich. Guck's dir an, was ein Fisch. Was ein geiler Fisch. Ich saß wieder auf der Kühlbox, ne? Ja, ich saß wieder auf der Kühlbox. Euch sagt schon, ob ich wieder gesessen habe. Alle drei Fische im Sitzen. Ist jetzt ein neuer Insider. Was ein Trümmer schon wieder, das gibt's doch nicht. Da fährst du nach Dänemark, um große Fische zu fangen. Und die hast du eine Stunde von zu Hause, ja. Was ein Brocken, ehrlich. Hammergeil. Und das mittags, einfach in der Mittagssonne. Das ist morgens, ersten 4 Stunden, ein Kontakt, das war's. Und jetzt hier in einer Stunde, oh, Eugen hat ihn abgenetzt. Was ein Biest. Wahnsinn. Alles auf, alles gut. Oh, danke, Eugenius. Tja, meine Lieben. Wieder habe ich es getan. Ich habe mich wieder auf meine Kühlbox gesetzt. Eugenius hat schon gesagt, hast du wieder im Sitzen gefangen. Habe ein bisschen was ausprobiert tatsächlich. Und zwar den Gaia 4,8 Gramm in einer absoluten Schockfarbe, um hier gegen den stürmischen Wind anzukommen. Damit ich ein bisschen bessere Köderkontrolle habe. Und ich glaube, ich habe so 3, vielleicht 4 Würfe gemacht. Und dann ist er eingestiegen. Ja, Leute, da ist er, der dritte heute. Und das Verrückte ist hier wirklich bei diesem absoluten Wind in der Mittagsstunde. Richtig tolle Fische. Ich habe schon gesagt, extra nach Dänemark gefahren, um große Fische zu fangen. Und dann haben wir sie hier. Ganz dicht in der Heimat. Richtig tolle Fische. Freue ich mich drüber, dass das hier mittags nochmal richtig knallt. Und ja, hoffen wir, dass vielleicht ich oder der Eugenius noch einen dran kriegen. Wir sind gespannt, arbeiten weiter. Vielleicht kommt ja noch was. Tja, meine Lieben, wirklich eine absolut verrückte Situation hier in Steinfeld. Ganz, ganz extreme Bedingungen. Also wir haben wirklich ganz extrem Wind. Macht diese ganze UL-Geschichte nicht einfach. Und ich mache das sehr, sehr gerne an eigentlich größeren Teichen. Aber wir haben jetzt hier so eine Situation, dass der Wind frontal auf uns zudrückt. Und wir vermuten die Fische auch
bei uns auf der Uferseite, weil eben der Wind aufs Ufer drückt. Jetzt habe ich aber mal ein Experiment gemacht und einfach mal ein Gaia in 4,8 Gramm. Zeig nochmal, ist eine ganz schockiger Spoon. Den habe ich sogar noch gepimpt mit einem UV-aktiven Haken. Vielleicht sieht man das hier so ein bisschen. Mit so einem UV-aktiven Haken. Und ja, der hat mir jetzt eine richtig tolle Lachsforelle beschert. Also ich lasse den erstmal drauf und schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja noch den einen oder anderen Fisch. Wobei ich wirklich sagen muss, ich habe jetzt 3 Lachsforellen in einer Stunde ungefähr, also ab dem Mittag, überredet. Und die 3 Fische zusammengerechnet sind locker über 10 Kilo. Also ich weiß nicht, was man noch mehr will. Wirklich absolut große, tolle Fische. Ich meine, ist ja schön, wenn man sowas hat. Oh. Jetzt hat er die andere auch noch mit. Kannst du die jetzt einmal? Ja, ja. War die andere auch raus? Nee, nee, die kriegst du jetzt nicht mehr raus. Der geht jetzt auch noch mal komplett bei euch rein. Der ist bei dir auch drin, glaube ich. Jetzt hat er alles hier mitgenommen. Leute, Leute. Den ganzen Tag lag diese Rute drin, ne? Taudiara-Gummi ist das, aber auch auftreiben. Ei, 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 die ist schon auf der anderen Seite komplett. Die ist schon auf der anderen Seite. Nein, jetzt ist ja auch noch abgegangen, das gibt's doch nicht. Ja. So lange gedrillt, Wahnsinn, die war auf der anderen Seite komplett, ne? Hier auf den auftreibenden Gummi, ne? Hier ist das Blei. Ja, so 60, 70. Ja, Leute. Ganzen Tag war sie drin. Jetzt gerade einen Aussteiger gehabt, war ein guter Fisch. 2 Schnüre mitgenommen auf der andere Seite. Schnüre waren dann frei und dann ist auch noch der Fisch ausgestiegen. Mehr als ärgerlich, aber gut. Ist wie es ist. Leute, Gaia 4.8, Farbe gewechselt, nein, das darf doch nicht wahr sein, wieder weg, ja, schade, 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 erster Wurf, Farbe gewechselt, guck mal das an, das glaubt dir doch keiner, das glaubt dir doch keiner, tja Leute, Farbe gewechselt, auf dem schockigen 4.8er, erster Wurf, richtig reingebrezelt, 2-3 Minuten, 20-30 Sekunden gedrillt und hat er sich verabschiedet. Tja, meine Lieben, der Angeltag endet für uns, für mich und den Eugenius hier. Ein wirklich sehr, sehr anstrengender, schwieriger und doch teils erfolgreicher Tag geht hier im Angelpark Steinfeld zu Ende. Nochmal ein kurzes Resümee über den Tag. Die ersten 4 Stunden einen einzigen Kontakt auf die Standmontage mit dem auftreibenden Gummi und das war's. Dann ein bisschen rumgefummelt, geschaut, sehr, sehr viele Spoon-Modelle wirklich probiert. Ich glaube, ich habe wirklich meinen halben Kasten durchprobiert. Der Wind hat mittlerweile so stark zugenommen, dass man einen 2-Gramm-Spoon gegen den Wind gar nicht werfen braucht. Der kommt einem quasi wieder vor die Füße geflogen. Und trotzdem habe ich ab dem frühen Nachmittag, ich glaube so 14 Uhr rum war es, habe ich einen Gigaslavin, 2 Gramm
in der Farbe 12 ausprobiert und innerhalb von 15 Minuten zwei richtig schöne große Lachsforellen quasi vor den Füßen überreden können. Dann war wieder kurz die Luft raus, wieder ein bisschen rumprobiert, Gaia 4,8 Gramm, rausgeschmetzelt das Ganze. Und ich glaube, der dritte Wurf war es, eine richtig schöne große Lachsforelle nochmal eingestiegen. Leider auch heute zwei Aussteiger konnte ich verzeichnen. Eine auf eine passive Standmontage, wo der Drill schon relativ lang war und der Fisch trotzdem ausgestiegen ist. Und dasselbe dann auch nochmal auf dem Gaia, 4,8 Gramm in der Schockfarbe, auch nach einem heftigen Biss, paar Sekunden Drill, den Fisch leider verloren. Nichtsdestotrotz war es wirklich eine schöne Zeit hier. Wir haben viel gelacht, auch wirklich viel gearbeitet und drei richtig tolle große Lachsforellen mit nach Hause nehmen können. Ich hoffe, dass euch das Video hier aus dem Angelpark Steinfeld gefällt. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo auf meinem Kanal und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ihr bleibt gesund, habt Spaß am Wasser. Bis dahin, adios, ciao.